Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Wer die ärztliche Versorgung nicht zahlen kann, wird nicht behandelt. Wer für Wasser oder Strom die überhöhten Preise der internationalen Konzerne nicht zahlen kann, wird nicht beliefert. Das einzige Gut, das derzeit noch nicht von der internationalen Privatisierungswelle erfasst ist, ist die Luft und die Sonne. Wie die Marktwirtschaft in der globalisierten Welt das Leben verändert, zeigt auf eindringliche Weise der Dokumentarfilm »Der große Ausverkauf«. Der deutsche Regisseur Florian Oppitz hat in England, Südafrika, Bolivien und auf den Philippinen gedreht und zeigt die brutalen Folgen der Privatisierungen, die in den 90er Jahren auf Initiative der Weltbank hin durchgeführt wurden. Eduard Erne hat mit Regisseur Florian Oppitz gesprochen und stellt Ihnen den Film zur Globalisierung des Kapitals vor. Wem gehört das Wasser? Gibt es ein Grundrecht des Menschen auf Energie, auf Elektrizität? Wer organisiert die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, den öffentlichen Verkehr, das Gesundheitswesen und zu welchem Preis? Eine Szene aus dem Dokumentarfilm »Der große Ausverkauf« von Florian Oppitz. Minda benötigt dringend Geld für ihren Sohn, der auf Dialyse angewiesen ist. Und die ist teuer. Minda hat alles, was sie besitzt, bereits verkauft. Seit das Gesundheitswesen auf den Philippinen privatisiert wurde, werden Arme nur noch behandelt, wenn sie zahlen können. Gesundheit gegen Cash. I go to my social worker and then I'm crying because my son was already like that. So my social worker told me, you know, like that, like he's doing like me, you know. Now your son is outpatient here. Why will you not prepare the money to pay the dialysis? No. You better accept your son will die. Florian Oppitz porträtiert Menschen, deren Existenz durch die Privatisierung öffentlicher Unternehmen bedroht ist. Einfühlsam und genau beschreibt er die Konsequenzen einer Politik, in der der Staat sich seiner sozialen Verantwortung entzieht. Beispiel Großbritannien. Lokführer Simon war ehemals Angestellter der British Rail, die 1997 an 150 private Firmen verkauft wurde. Das Schienennetz verlotterte, verheerende Unfälle. Der Staat musste das Netz zurückkaufen. Beispiel Soweto, Südafrika. Hier wurde die Stromversorgung privatisiert. Und wer die extrem gestiegenen Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, sitzt im Dunkeln. Cochabamba, Bolivien. 1999 wurde die Wasserversorgung an den US-Konzern Bechtel verkauft. Doch die Menschen wollten die Preiserhöhungen von 35% nicht akzeptieren. Ein Wasserkrieg brach aus. Alle Geschichten im Film zeigen die Folgen einer Politik, die den Staaten vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank diktiert wurde. Während wir wahrscheinlich nur zu 10% wissen, was IWF und Weltbank machen, was Privatisierung eigentlich bedeutet, wissen in Bolivien, in Südafrika, in Philippinen, weiß jede Marktfrau, was Privatisierung für einen Einfluss auf ihr Leben hat und wer IWF und Weltbank sind und was die eben für einen Einfluss auf ihr Leben haben. Das heißt, die sind manchmal wirklich bekannter haben einen größeren Einfluss als die eigene Regierung. Das heißt, man musste in dem jeweiligen Land auch gar nicht lange suchen oder gar nicht lange erklären, worum es geht in unserem Film, weil jeder seine Geschichte zu erzählen hatte. Doch der Film will mehr als Geschichten erzählen. Er sucht auch die Analyse einer Wirtschaftspolitik, die Kredite an harte Bedingungen knüpft. Abbau von Handelsschranken und Privatisierung aller Bereiche der öffentlichen Grundversorgung. Der freie Markt wird die Probleme lösen, so das Credo von IWF und Weltbank. Auch mit ihnen suchte Florian Oppitz den Dialog. Wir wollten also auf gar keinen Fall in konfrontativer Art in die Interviews reingehen, sondern wir wollten diese Leute auch einfach erzählen und erklären lassen und möglicherweise dem Zuschauer dann die Möglichkeit bieten, sich sein eigenes Bild zu machen. Aber IWF und Weltbank, die zuerst zugesagt hatten bei Interviews, haben dann, als wir schon da waren, der IWF hat alle Interviews abgesagt, die Weltbank
hat alle bis auf eins abgesagt und man hat uns von da an unheimliche Steine in den Weg gelegt und versucht irgendwie zu verhindern, dass wir an solche Interviews rankommen. Tschüss. Gut, um Gott, der Marine. 7,956. Menschen als Spielmasse, als Ziffern einer Statistik, alles weit weg, nur in Entwicklungsländern. Friedhelm Hengsbach hat sich als Ökonom intensiv mit der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen beschäftigt. Die strukturellen Probleme sind auch bei uns. Die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Aufgaben, dann das Verdrängen des Staates aus der wirtschaftlichen Aktivität, der Glaube oder gleichsam die Weltanschauung, dass die Selbstheilungskräfte des Marktes alles regeln werden, dass was privat ist, immer besser ist, leistungsfähiger, kostengünstiger. Also diese großen Versprechungen, dass der Markt, die Privatisierung, alles besser macht als die öffentliche Hand und als die Solidarität. Das, denke ich, ist auch eine Weltanschauung, die hier im Lande sehr wirksam ist und auch die Politik bestimmt. Denn Wasser, Gesundheit und Bildung sind eben keine herkömmlichen Waren. Was diesen Film besonders macht, sind seine Protagonisten, die nicht nur Opfer sind, sondern trotz ihrer Misere nicht aufhören zu kämpfen. In den Medien hierzulande ist dies selten ein Thema. Und so führt uns dieser Film auch die Ignoranz des Westens vor Augen. Er macht uns das Wegschauen bewusst, wenn wir erfahren, welche Konsequenzen Privatisierung haben kann. Was mit den Menschen passiert in Manila und anderswo. This is an example of how the situation of Filipino people displacing the government constitution should be placed in a certain ventilator because only relative could provide for 24 hours is ambubagi. If this relative would fail to do the ambubagi, the patient will die. Die Macher des Films rufen übrigens auf, für die Protagonisten zu spenden. Den Link zur offiziellen Film-Homepage finden Sie auf unserer Internetseite www.reisat.de/kulturzeit.